herzlich willkommen. Mein Name ist Hunting Mythos und wir spielen wieder ein wenig Factorio. Yep. Ich habe mir mal mittlerweile die Kisten gebaut. Und mir fehlen jetzt bloß noch die blauen. Das ist nicht mehr so lange. Und mir fehlt jetzt im Endeffekt nur noch, wenn ich das fertig habe, ein Roboter-Hangar erstmal. Dann kann ich das Ding intern theoretisch sogar schon starten. Ich müsste halt ein paar Sachen ran schaufeln von vornherein, okay, aber das ginge. Ich könnte das zum Beispiel, statt das auf dieses alles aufs Band zu legen, einfach schon so Kisten machen und das dann hierher bringen lassen. Das Problem wird nur sein, dass wir relativ schnell kein Plastik mehr haben, weil, also keine Kunststoffe. Denn die Kunststoffe, die gehen mir langsam aus. Tatsächlich. Das Problem ist, er macht irgendwie gar nichts. Okay, rot ist voll, nehme ich an. Genau. Und wenn einer von diesen Dingern voll ist, dann macht das Ding hier nichts mehr. Das ist ein bisschen scheiße. Deswegen werde ich jetzt hier mal ein bisschen davon reinhauen. Mache das folgendermaßen. Kann ich nicht, ich hab nichts dabei. Warte mal hier. Mal wegsnacken. Ach komm, wenn ich schon hier bin, kann ich gleich mal eine ganze Reihe mitnehmen. So. Ich werde Kupfer hier reinschmeißen. Warte mal, ich bin gerade verwirrt, wo kommt das dann hin? Da kommt das hin. Hier. Wenn ich das los bin und ich will den hier erst ein bisschen in Betrieb halten, damit er den Rest abbaut, so ein bisschen, damit das Petroleum wieder gemacht wird. Weil ohne das Petroleum kriegen wir das scheiß Plastik nicht. Und so wird wenigstens ein bisschen nachproduziert. Das ist jetzt auch nicht die effektivste Variante. Ich könnte die verbesserte Ölverbrennung erforschen und könnte zum Beispiel diese ganzen Dinger nochmal brechen. Das wäre, glaube ich, eine gute Idee. Dann sollten wir das als nächstes mal mit skillen. Ölverdingsung ist, es kostet 75 von den Teilen. Das will ich eigentlich nicht verwenden, aber wir brauchen das auch später sowieso. Deswegen werden wir uns das jetzt antun. So. Achso, ich wollte gerade sagen, ihr forscht nicht, weil ihr keine Greifer besitzt. Das ist natürlich eine gute Möglichkeit zu sagen, ich arbeite einfach nicht. Zu dick Versteckuch, ne? Versteckuch voll und ganz. Habe ich Verständnis für, würde ich ohne machen. So, und zwar, immer drunter, ne? Bam, bam, bam. So. Ist ja jetzt nicht wirklich effektiv, aber die 75 Dinger müssen relativ schnell durchgeforscht sein. Und ich habe ja hier noch so einiges. Also auf dem Band liegt noch gut was. Es dauert nur lange, weil es ist halt gut gesteckt in dem Sinne. So, die ersten Ressourcen sind low. Da wird wohl der erste Kohletyp hier bald ausfallen, aber das ist ja nicht so schlimm. Wir haben ja immer noch, wie wir sehen, richtig viel. Der nicht. Wer fällt denn hier? Achso, hier oben. Ja. Er fällt demnächst aus. Ist nicht so schlimm, dann versetze ich den einfach und fertig. Ich will halt die Kohle dann hier auch wegbaggern, damit ich die sinnvoller benutzen kann irgendwie. Ja, man, dann kann ich auch erstmal hier so ein bisschen Style einhalten. Das kann ich hier drüben eigentlich auch machen. Ich werde dann halt eine ordentliche Fabrik aufbauen. Das ist dann bloß das Problem, dass das Ding riesengroß wird, ne? Ich habe hier unten halt auch schon mit dem, was ich im Inventar so hatte, einfach mal so eine kleine Elektroanlage gebaut. Die ist jetzt natürlich auch nicht so geil. Die macht einfach im Grunde gar nichts, aber nun ja. Das ist nicht so schlimm. Da habe ich ja schön dämlich gemacht hier, so. Dann packen wir mal hier so ein paar Plastikstangen rein, die wir noch so übrig haben. Mann. Wenn wir die Ölverarbeitung haben, dann können wir nämlich das Ding besser anschließen. Und da werde ich mich jetzt auch dran setzen, mir erstmal Eisen zu holen schon wieder. Dieses verdammte Eisen, ne? Zzzzp. Einmal leer gelutscht, das Band. Ich brauche jetzt ein paar von denen. Dann laufe ich erstmal in die Ölfabriken rein hier. Die lassen auch langsam nach. Langsam. Dann müssen wir nämlich hier nochmal Wasser mit anschließen. Das heißt, ich mache das jetzt erstmal von
Ah, ich muss erwarten, bis das gecraftet ist. Ah, ekelhaft. Dann brauchen wir hier drüben noch eine Pumpe. Wie sieht es aus mit Batterien? Die sind erstmal genug da. Das heißt, ich kann eigentlich den erstmal pausieren. Mir die letzten Batterien reinpacken, die noch in meinem Inventar liegen. Die kann erstmal rausschaufeln, Alter. Dann geht das Petroleum. Na gut, das geht immer noch hier rein, aber. Immer noch hier rein im Prinzip. Ich könnte das auch mal drehen so. Dann hört er hier auf. Dann mache ich den hier vorne wieder ordentlich. So. Dann macht er den Rest noch raus und dann macht er aber keinen Schwefel mehr. Ich weiß, das ist auch wieder sehr klobig jetzt gemacht hier und so, aber das ändert sich ja gleich. Mit der verbesserten Ölverarbeitung. Und zwar löschen wir das und machen das hier. Dann spaltet er die nämlich besser auf. Und zwar kriegen wir mehr Petroleum raus als bei dem anderen Krempel. Als von dem anderen Krempel. So. Damit entsprechend laufen die nicht so schnell voll. Und ich könnte jetzt, dadurch, dass ich das kann, rot zu gelb brechen, gelb zu schwarz brechen, könnte ich. Aber, naja. Gerade nicht so. Batterien haben wir sowieso genug erstmal. Die halten eine ganze Weile. Und Akkus bauen wir später. 12,5% Evolution. Wie kommen wir nicht an uns ran? Ist das scheiße? Ihr seid das scheiße. Endlich ist das Ding fertig. Jetzt kann ich endlich anfangen zu bauen. Möglicherweise zumindest. Gut, dann habe ich nämlich überlegt, ich mache das direkt so. Ich gehe einfach straight durch hier, durch die Menge. Das trifft sich gut. So in etwa. Pumpe dran und schon kann er wieder pumpen. So, und dann arbeitet er nämlich weiter. Also wenn dann, achso, wenn das Wasser dann noch angeschlossen wäre. So. Dann bricht er die nämlich jetzt in die Teile auf und ich kriege mehr Petroleum raus. Muss ich bloß sehen, dass ich das Gelbe irgendwie verbrauche. Indem ich noch mehr Feuer mache. Zum Beispiel. Genau. Da wollte ich nämlich eigentlich, was hier nicht mehr möglich ist, doch hier drüben. Ich kann hier hinten noch einen Filterarm machen. Das Ding machen. Dann kann ich ihm sagen, hier, du filterst jetzt hier mal noch schnell ein bisschen Eisen raus. Packst das hier drauf. So, das ist ja schön weit. Ihr könnt das eigentlich auch so machen. Den hier runter. Zip, zip. Und dann kann der nächste das hier reinjacken. Dann ist das nämlich automatisch. Ne, dann macht er mir automatisch Munition. Und verbraucht dabei die beiden Materialien, damit die nicht stoppen. Oder auch so. Dann haben wir erstmal genug Muni bei, um auch mal was zu grillen später. So, ne? Und schon ist die Sache erledigt. Dann kriegen wir nämlich mehr Petroleum. Theoretisch. Geht so. Es geht so. Zumindest arbeiten die Maschinen weiter, weil das jetzt alles benötigt wird hier. Doof ist nur, wenn rot alle wird. Ne? Das ist dann so die problematische Sache. Gut, forschen wir mal erstmal weiter. Und zwar, das haben wir jetzt. Ich wollte eigentlich. Jetzt finde ich das nicht wieder. Wo ist denn das jetzt? Habe ich das schon? Mal kurz runter scrollen. Nee, denke nicht. Such diese dämlichen Kisten. Da. Meine Fresse. Die braucht man nämlich. Du brauchst nämlich die blauen Kisten, damit du Sachen anfordern kannst. Dann kannst du dieses System endlich erst starten. Mir fällt auf, ich brauche ja unbedingt noch diese scheiß Elektromotoren. Hm. Mal ganz kurz gucken. Die brauchen Elektromotor, Batterie, Stahlträger. Die kann ich von Hand herstellen. Das ist nicht das Thema. Ich kann Elektromotor. Wo finde ich denn die schon wieder? Ich und die Materialien. So würden meine Memoiren heißen. Na, das nicht. Hä, wo sind denn die blöden Motoren drin? Sind die jetzt dämlich? Aber sofort von. Das heißt Stahlträger, Eisenzahnrad, Rohr. Und Motoreinheit, dementsprechend elektronischen Schaltkreis und Schmieröl.
Oder Schmiermittel, whatever. Schmierig halt. Schmierig. Ich weiß, dass das nicht nötig ist, aber ein bisschen Licht ist nicht verkehrt, sag ich mal. Wenn hier ein bisschen was sieht, wenn man hier langläuft im Dunkeln. Im Dunkeln ist gut munkeln. So, das wird nämlich eine ganze Weile dauern, bis das Logistiksystem fertig ist. Andererseits bauen die Kunststoffstangen wieder schneller ein. Ist jetzt auch schon mal nicht das Schlechteste. Langsam geht's wieder voran. Das wird sich ändern, sobald wir die Fabrik aufbauen, richtig. Ich glaube, ich lasse sie auch gleich dort stehen. Ja. Die steht dort eigentlich ganz gut. Dann kann ich nämlich den ganzen Kreisel, den ich hier rechts habe, also einen Platz habe, dafür ausbauen. Das Problem ist natürlich, dass jetzt hier das dumme Kupfer liegt. Also schiebe ich es doch woanders hin. Na gut. Na gut. Achso, ja, genau. Dann kommt zwischen all diesen Dingern kommt immer einer von den Teilen hier. So. Der kommt immer dann dazwischen. Das ist ein bisschen schief geworden wahrscheinlich. Weil der nächste Assembler müsste direkt daneben gelehnt werden. Die werden dann immer so aneinander gesetzt. Genau. Dann hast du hier den... Genau in der Mitte immer. Zwischen den ganzen Teilen. Und dann funktioniert das. Eigentlich relativ leicht. Ja, dann kannst du zum Beispiel sagen, hey, ich will jetzt hier Kupfer machen. Das zeige ich euch dann später, wenn es soweit ist. Dabei werde ich zum Beispiel die Kupferfabrik damit einfach ersetzen. Dafür müssen wir aber erstmal jetzt Motoren machen. Das heißt, wir brauchen Eisen. Die müssen wir zu Rohre machen. Was auch gut ist für später, weil wir brauchen Rohre auch andauernd für irgendwelchen anderen Quatsch. Dann müssen wir Zahnräder und Stahlträger absnacken. Zahnräder haben wir hier. Die kann ich nochmal raussnacken. Zahnräder raussnacken. Hier rüber schicken. Dann haben wir schon zwei Teile. Da brauchen wir noch, habe ich gesagt, Rohre, die können wir dann mit dem Metall, also kann ich das ganze Band, was hier drüben ist, komplett rüberschieben eigentlich irgendwie. Da muss ich mal was ausprobieren. Das habe ich noch nie gemacht. Mal gucken, wenn ich jetzt einfach mit dem roten, einfach den roten nehme, der holt mir die jetzt, die Sachen, der holt immer nur den ersten, ne, oder? Warum? Da sind zwei Sachen drauf. Das ist kacke, weil ich kann hier nirgendwo mehr hin mit dem Scheiß. Hier vorne kann ich, ah. Ich hab doch hier ein Teilerfließband. Klack. Ah ja, die ganzen Achievements, die man eigentlich im Grunde schon einmal hatte, kriegt man jetzt hier nochmal tonnenweise nachgeworfen. Warum liegt damit eigentlich so hoch? Ach so, wegen dem Stahl. Genau. Das kann ja auch noch ein bisschen weitergehen. Dann können wir bemerken, dass die scheiß Bänder schon wieder weg sind. Weil das haben wir Überproduktion scheinbar. Diese Zeug. Das heißt also, wir können jetzt ganz cool, ganz lässig einfach mal hier durchgehen. Wofür haben wir denn nicht diese Wege? Wofür sind denn diese Wege sonst da? Also, zack, zack. Okay, wir wollen jetzt Rohre machen. Rohre sind einfach nur billige Eisenplatten. Das heißt, Assembler. Was fehlt mir jetzt? Circuits fehlt mir. So. Einmal Rohre. Na? Wir machen das jetzt hier so. Rohr. Fail. Moment. Wobei, wenn er nur ein einziges Item braucht, dann nimmt er die richtigen, ne? Rohre. Das heißt, wir haben Rohre, wir haben den Stahl, wir haben die Zahnrädchen. Das sind drei Komponenten für den Motor. Jo. Das heißt, den Stahl, den ziehen wir hier runter. Hier lang. Die Zahnrädchen hier lang. Dann haben wir zwei Komponenten, die wir von dort nehmen. Dementsprechend brauche ich jetzt das Ding. Oh, das gleich so, dann machen wir das hier nicht so lang. So. Du. Das. Du. Das. Und dann einfach nur. So. Richtig. Richtig.
Strom drauf auf die ganze Geschichte und ab geht's. So. Was jetzt dämlich ist, ist, dass das so nicht funktionieren wird. Wie soll ich denn da die Rohre rauskriegen? Direkt in den Apparat drin. Wäre ein bisschen... Also was haben wir hier jetzt gesagt? Die wollen wir die Motoren drin machen, ja. Da wollen wir hier nochmal so ein Ding dazwischen setzen und das abdecken damit und von mir aus kurz hier. Und dann machen wir die Motoren. Beziehungsweise wir machen noch gar nichts, weil hier nochmal noch das Band fehlt. So. Also wir machen die Motoren. Die dauern jetzt relativ lange. Schmiermittel, das heißt, ich müsste die Motoren... Ich kann sie auch einfach holen, ich baue oben das auf. Wir brauchen auf jeden Fall eine Chemiefabrik. Ich glaube, so ja zwei, da bin ich mir nicht sicher. Oder das kann auch der Assembler sein, der dann per Schmiermittel einfach funktioniert. Gucken wir gleich mal rein. Jo, dachte ich mir. Und Circuits kann man ja einfach holen. Das heißt, wir müssen Schmieröl machen oder Schmiermittel. Von hier aus gesehen, der rote. Schmiermittel. So, Schmiermittel brauchen wir nur rot und... Genau, nur rot. Und zwar machen wir das instant so. Dann machen wir auch irgendwie Strom ran vielleicht. Weiß nicht. So. Dann macht er das Schmiermittel und dann kann ich einfach hier unten so ein Logistikteil aufstellen. Also ein... Ihr wisst schon. So ein Ding eben. So. Kann das hier ganz billig anschließen. Waren doch zwei eben so. Und kann einfach sagen, hey, ich mach dann jetzt das Ding hier ran und mach das jetzt erstmal so. Ich mach das erstmal manuell, weil das lohnt noch nicht so richtig. Warte mal, die decken das bis da ab und die decken das bis da ab. Also ist gerade so, okay. Wie gesagt, es lohnt halt nicht, das jetzt professionell aufzubauen, weil, warum? Motoren muss ich sowieso dann erst holen und... So weiter. Fuel required. Das ist die Frage, wo? Also, ich unten kann es nicht. Achso, das wird unten links sein. Hier, bei den Steinen hier hinten. Da wird das sein. So, dann heißt das jetzt einfach nur noch warten, bis das Logistiksystem fertig ist. Und dann machen wir noch die Stromteile und dann ist das hier durch. Dann ist die Sache erledigt eigentlich. Und dann kann ich das Ding eigentlich immer ordentlich aufstellen irgendwo, wo ein bisschen Platz ist. Kann jetzt hier drüben einfach mal den ganzen Wald wegfackeln, der hier noch ist. Wenn wir das hier so ein bisschen los. So. Guck, wir sind flächendeckend Brand machen hier. Dann haben wir da wieder ein bisschen mehr Platz. Dann kann ich das da wegnehmen und kann das im Grunde hier unten anfangen. Richtig anfangen zu bauen. Und dann werde ich halt einfach Land erweitern nach unten und nach rechts. Ich wüsste nicht, wofür ich das Steinzeug sonst nehmen soll. Beton, okay. Eine Sache, aber ist jetzt noch nicht wichtig, ne? Ich habe ja schon ein bisschen angefangen, die Armor zu skillen. Also langsam in die Richtung zu forschen. Dann können wir uns sowieso schnell bewegen, einfach. Kann ich theoretisch sagen, okay, ich mache hier oben, dann fange ich an. Hier so, oder hier oben kann ich das dann reinstellen schon. Hier so. Na, dann fängt das da an halt. So, und dann kann ich das hier erweitern, erweitern, erweitern und so weiter und so weiter und so weiter. Jo, schön wie der Wald wegbrennt, das ist gut. So, wir haben fertig geforscht, ne? Komm schon, komm schon, komm schon. Fertig. Oh, guck dir mal die Kupferstangen an. Das ist sehr schön. Dann kann ich nämlich gleich die Kisten bauen. Ich brauche 2, 4, 6, 8. 8 Kisten brauche ich jetzt noch. Zip. Da brauche ich nämlich auch Circuits 4. Bam, da sind wir fertig. Wo sind sie denn? Da alle bauen und noch mehr Kupferstangen und Stahl. Langsam wird es unübersichtlich hier. Nochmal 2, dann ist das nämlich auch erledigt. So, dann brauchen wir nur noch das verbesserte Stromding. Das kostet auch nochmal relativ viel. Und das kommt dann einfach in die Mitte. Und dann ist das ganze Ding komplett fertig.
Ein so ein Cluster. Und die baue ich dann immer weiter und immer weiter aus. Dann fehlen nur noch die Roboter. Es reicht ja, wenn ich erstmal so zwei, drei habe, dass die anfangen können, diese Sachen schon mal zu machen. Dann fülle ich das System schon mal vorab sozusagen. Ich glaube, sinnvollste ist erstmal das Ding als Selbsterhalt zu bauen. Also alles, was man dafür braucht, direkt dort zu bauen. Ich sollte vielleicht hier eine Kiste dran stellen. Damit wir hier später. Oh Gott. Ich habe so viel Zeug gebaut. Dann nehmen wir erstmal die billige Eisenkiste. So, damit wir hier nämlich auch die Motoren, na, wobei ich kann das Ding eigentlich voll laufen lassen, ja. Es dauert sowieso ewig, bis da mal was passiert. Dann werden wir auch wieder mehr Strom brauchen, weil die Dinger, die fressen richtig viel Strom, diese ganzen Robotergeschichten. Robotergeschichten. Roboter. So, ich brauche Stahl, zwar gar nicht wenig, und Dings habe ich. Man kann ich nämlich hier das Teil reinstellen gleich. Dann erforsche ich als nächstes Blueprints. Ich hoffe, ich kann die demnächst mal machen. Da, Blueprints. Was brauchen wir denn dafür noch? Wir brauchen Bauroboter. Die müssen wir auch noch erforschen. Die sind relativ easy. Ja, genau. Die kannst du dann nämlich schon losschicken, wenn du sagst, du hast dann so Blaupausen. Die werden wir dann noch machen. Demnächst. Das sind die ersten, die ich baue. Logistik, okay, auch ein paar, aber hauptsächlich Bauroboter, weil ich diese ganzen Dinger automatisch bauen lassen will. Das heißt, ich muss dann nur eine Kiste machen, in dem die ganzen Sachen drin liegen. Ne? So. Dann kann ich die Kiste auch abbrechen. Dann sieht das so aus. Und wenn du jetzt ein Material haben willst, zum Beispiel du willst jetzt, machen wir doch mal kurz eine Einführung, wie das geht. Du willst dir das haben, dann kopierst du das so. Forderst hier halt dann dementsprechend das Eisen oder das Kupfer an, kopierst das so und dann kannst du sagen, okay, du willst jetzt nicht mehr als X Menge haben und dann lagern, also dann werden die Sachen in diese blauen Kisten gebracht, in die Maschinen gelegt und von dort, oh, ich habe mich eingesperrt, und von dort aus kommen sie dann ins. Werden sie dann fertig gebaut und in die roten Kisten gelegt. Und von da aus werden sie dann wieder rausgeholt. Und das ist eigentlich dann relativ simpel. Richtig, richtig gut eigentlich. Und ich will hier raus. Da sollte man schon ein bisschen aufpassen. Und dann halt die Lampen in den Ecken und dann hast du halt auch viel Licht und sieht ziemlich cool aus und warum eigentlich nicht? Ne? Es funktioniert ja dann. So. Ich glaube, ich. Bin mir nicht sicher, mache ich das in groß oder mache ich das in klein? Da müssen wir mal gucken, ob ich das so stehen lasse direkt und dann halt als Blaupause stelle oder ob ich das einfach lasse. Dafür, das muss noch, wie gesagt, das Stromnetz. Gut, dann würde ich sagen, das war's erstmal für diese Folge. Dann sehen wir uns in der nächsten. Bis dahin, auf Wiedersehen.